Moin Leute, ich habe mal wieder ein kleines Post-Update für euch. Es hat ja jetzt eine ganze Weile gedauert, dass sich mal wieder irgendwer meldet und nichts Schönes, kann ich euch schon vorweg sagen. Und zwar gab es Post vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz. Ich hatte ja schon Post aus Bayern gekriegt, aber eben noch nicht vom Justizministerium. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, was dabei rausgekommen ist, ne? Aus Bayern kommt denn, was das betrifft, ja, sagen wir mal, eher nicht so viel Gutes, ne? Also, ich werde es euch mal vorlesen. Sehr geehrter Herr Tramm, vielen Dank für Ihre E-Mail, die am 18. November 2022 bei der Bayerischen Staatskanzlei eingegangen ist und mit der Sie sich für die Legalisierung von Cannabis aussprechen. Die E-Mail wurde von der Bayerischen Staatskanzlei hierher weitergeleitet. Oberstes Ziel der bayerischen Drogen- und Suchtpolitik ist die dauerhafte Abstinenz von Drogen und ein verantwortungsvoller Umgang mit legalen Suchtmitteln. Wie gesagt, Bayern, ne? Die bayerische Staatsregierung hat am 12. Juni 2007 die Grundsätze der bayerischen Staatsregierung für Drogen- und Suchtfragen beschlossen. Diese beruhen auf den drei Säulen Prävention, Repression sowie Hilfe, Beratung, Therapie und Nachsorge für Betroffene. Dieses bewährte Konzept stellt aus Sicht der Bayerischen Staatsministeriums der Justiz unverändert eine effiziente Handlungsgrundlage dar. Kann man ja beobachten, ne, wie das funktioniert in Bayern. Die Justiz ist an das geltende Recht gebunden und muss es anwenden. Ja. Danach ist der Umgang mit Cannabis grundsätzlich strafbar. Nur die Nutzung von Cannabis zu medizinischen Zwecken ist seit dem 10. März 2017 grundsätzlich erlaubt. Zugleich sieht die geltende Rechtslage bereits verschiedene Möglichkeiten vor, um weniger schwere Einzelfälle des Cannabisbesitzes durch Cannabis-Einsteiger oder Gelegenheitskonsumenten angemessen zu behandeln. Zudem kann eine Suchtberatung zur Auflage gemacht werden. Diese Vorgehensweise schafft Flexibilität. Und das aus Bayern, ne? Weniger schwere Einzelfälle des Cannabisbesitzes, ne? Verschiedene Möglichkeiten. Hören die sich eigentlich selbst zu? Oder lesen die mal durch, was da, ne? In Bayern, ne, dem Bundesland, wo man wegen Anhaftungen vor Gericht kommt. Ne? Unfassbar, echt unfassbar, echt. Naja. Aus Sicht des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz geht die Forderung zur Legalisierung von Cannabis nicht in die richtige Richtung. Bei Cannabis handelt es sich nicht um eine harmlose Substanz. Neben den irreversiblen Gesundheitsrisiken, belegt durch eine Vielzahl an Gutachten und deren möglichen sozialen Folgen, besteht bei Cannabis auch ein erhebliches Suchtpotenzial. Dieses kann gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen das Risiko einer späteren Affinität auch zu noch gefährlicheren Substanzen begründen. Haben sie da ein bisschen, um das Wort Einstiegsdroge zu vermeiden, drumherum geschrieben wahrscheinlich. Zudem stehen bei der Ausgestaltung der Regelung Europa- und völkerrechtliche Hürden entgegen. Bei der Umsetzung der Regelung außerdem auch tatsächliche Hürden. Aus Sicht des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz besteht daher kein Anlass, die Strafverfolgungspraxis in Hinblick auf den unerlaubten Umgang mit Cannabis zu ändern. Mit freundlichen Grüßen. Dass denen das nicht peinlich ist, sowas rauszuholen, da könnten sie wenigstens ehrlich sein, ne? Und dass in Bayern diese geringe Mengengeschichte eigentlich Pillepalle, also überhaupt nicht zum Einsatz kommt, das wissen wir alle, ne? Wer in Bayern erwischt wird, der hat schlechte Karten. Durch eine Vielzahl an Gutachten, diese ganzen Gutachten, das sind alles, also die möchte ich gerne mal sehen, ehrlich gesagt. Also in letzter Zeit, gerade in jüngster Vergangenheit, haben wir so viele Studien gehabt aus Ländern, die legalisiert haben mit positiven Entwicklungen, noch und nöcher. Warum interessiert das die bayerische Regierung nicht? Ja, es ist einfach nur noch peinlich. Und wer das in letzter Zeit, jetzt gerade in den letzten Tagen so ein bisschen verfolgt, was auch auf Twitter da von Holecek und Söder und so kommt, es ist einfach nur noch peinlich. Und ich habe ja halt so ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwann merken, dass sie, wie peinlich sie eigentlich sind. Ja. Ich habe fast sogar die Hoffnung, dass der eine oder andere CSU-Wähler merkt, wie peinlich die eigentlich sind. Weil das, naja.
geht auf keine Kuhhaut, wie man so schön sagt. Ja, soweit aus Bayern von der Justiz. Ich hoffe mal, dass sich von den ganzen anderen, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie viele sich schon gemeldet hatten, aber ich habe ja die Ministerpräsidenten und die ganzen Justizminister angeschrieben. Also eigentlich, da kommt noch einiges. Ich hoffe, das verläuft nicht so im Sande und die melden sich nicht mehr. Aber gut, das hat jetzt auch seit November gedauert, ne? Also alles, was kommt, kriegt ihr natürlich von mir sofort aufgetischt. Bei dieser ganzen Briefleserei heute hatte ich nochmal den Gedanken, ich könnte doch eigentlich, das passt jetzt nicht zu dem Justizding, aber aktuelles Thema und immer wichtiges Thema und super wichtiges Thema, wo ihr alle ordentlich nachbohren müsst, und zwar Wissing und die Führerscheinproblematik. Und deswegen habe ich heute einfach spontan auch nochmal eben einen Brief für Wissing verfasst. Den kriegt er morgen noch. Den lese ich euch auch nochmal eben kurz vor, als kleine Inspiration vielleicht oder so. Ja. Sehr geehrter Herr Wissing, ich schreibe Ihnen im Namen von Millionen betroffenen Menschen in Deutschland. Menschen, welche ständig Gefahr laufen, wegen unserer derzeitigen schädlichen Drogenpolitik ihren Führerschein und damit nicht selten auch Job und Existenz zu verlieren. Die Regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag die Legalisierung von Cannabis beschlossen, was für sich schon ein großer Fortschritt war. Doch trotz der Erkenntnis, dass sich etwas ändern muss, passierte bisher nichts, was die Situation verbessert hätte. Harmlose Steuerzahler werden noch immer wegen Cannabis kriminalisiert und stigmatisiert. Dazu kommt die Führerscheinproblematik, welche eindeutig in Ihrem Kompetenzbereich liegt. Wir haben keine sinnvollen Grenzwerte. In Klammern, ein Nanogramm hat nichts mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun und trägt nicht zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr bei. Und jedes Drogendelikt führt noch immer, auch wenn kein Bezug zum Straßenverkehr bestand, zu einer Meldung an die Führerscheinstelle. Das bedeutet, dass alleine die Tatsache, dass jemand Cannabis konsumiert, dazu führt, dass er oder sie permanent dem Risiko eines Führerscheinverlustes ausgesetzt ist. Denn die Führerscheinstelle wird nach einer entsprechenden Meldung in aller Regel eine MPU verlangen, welche nur mit immensem finanziellen Aufwand und viel Glück bestanden werden kann. Dabei hat man sich ja eigentlich richtig verhalten. Man hat nicht beeinträchtigt am Straßenverkehr teilgenommen. Ich möchte Sie hiermit dazu auffordern, aktiv zu werden und dieses Unrecht zu beenden. Grenzwerte beschließt in Deutschland der Gesetzgeber. Es ist also Ihre Aufgabe. Auch die Grenzwertkommission spricht sich seit Jahren für eine Anpassung der Grenzwerte aus. Auch war es Thema bei einem der letzten Verkehrsgerichtstage, und zwar mit dem gleichen Ergebnis. Eine Anpassung auf 5 Nanogramm analog zu 0,3 Promille Alkohol und 10 Nanogramm analog zu 0,5 Promille Alkohol wäre sinnvoll, dringend notwendig und lange überfällig. Es sind Ihre potenziellen Wähler, welche dies seit dem Start der neuen Bundesregierung herbeisehen. Wir wollen endlich Gerechtigkeit. Bitte werden Sie aktiv, mit freundlichen Grüßen und so weiter und so fort. Ja, da muss noch mehr Druck gemacht werden. Also es ist einfach sowas von notwendig, dass da endlich was passiert bei der Führerscheingeschichte. Also die Post kriegt er morgen noch. Ich habe natürlich auch wieder hier ein bisschen Infomaterial für Herrn Wissing dabei. Ganz normal, ne, damit er sich ein bisschen da drin rumschmökern kann. Ja, macht das auch alle, so gut es geht. Ihr müsst keine Romane schreiben, schreibt einfach eure Meinung und ein bisschen nett und freundlich mit Fakten und dann passt das schon. Das kann jeder. Seine E-Mail-Adresse und Postadresse packe ich euch sicherlich in die Kommentare. Dann müsst ihr die nicht mehr selber raussuchen. Und wichtig, machen, dann haben wir vielleicht bald auch mal irgendwie eine Verbesserung. Kleine Anmerkung nochmal eben, das kam heute gerade von Lieb auf Twitter. Jetzt hole ich ein bisschen, ich wollte eigentlich nur den Brief vorlesen hier von aus der Justiz in Bayern, aber jetzt hole ich einfach noch ein bisschen mehr aus, muss ich nicht extra noch ein nächstes neues Video dafür machen. Lieb hat heute dazu aufgerufen, dem Gesundheitsausschuss zu schreiben. Und zwar ist es so, dass am 15. März im Gesundheitsausschuss eine Anhörung stattfindet zur Entkriminalisierung. Und Lieb wird da vor Ort sein. Ich weiß nicht genau, weil sicherlich wird der DHV auch da sein, irgendwie in Form von Georg Kurt oder vielleicht vom Schilderer Kreis noch irgendwer. Ich weiß es nicht genau. Wichtig jetzt, dass ihr alle
unbedingt nochmal den Mitgliedern des Gesundheitsausschusses schreibt. Es gibt da eine Möglichkeit über Kontaktformulare und so weiter. Packe ich euch natürlich auch wieder alles in die Kommentare rein. Ich hatte da schon versucht, heute zu schreiben, hatte ein bisschen Probleme, werde das dann, wenn es da nicht funktioniert, einfach steht normal über E-Mails machen. Bisschen mehr Aufwand, aber gut, das ist es mir wert. Schreibt denen eure Meinung zur Entkriminalisierung, zur derzeitigen Lage, eure Situation, wie beschissen das im Moment ist und wie dringend wir die Entkriminalisierung brauchen. 15. März findet das statt, also ein paar Tage habt ihr noch Zeit. Und also ich werde es auf jeden Fall noch machen, das sind ein paar Mitglieder, aber ich schreibe da jedem Einzelnen. Versprochen. Und denen allerdings nicht per Post, das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu aufwendig. Ja, notwendig. Und mitmachen. Es ist ein bisschen Arbeit, aber mein Gott, ne? Von nichts kommt nichts. Also ich hoffe, ihr macht da alle mit. Wenn ihr dann die zukünftigen Antworten der Bundesländer nicht verpassen wollt, dann lasst mir ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Freue mich drüber und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!